Ökolandbau um Angebot und Nachfrage geht, dreht man sich häufig schnell im Kreis. Wenn ich mit konventionellen Betrieben spreche, die sagen, ja, der Verbraucher, die Nachfrage muss erstmal da sein, bevor ich meinen Betrieb umstelle. Und Verbraucher haben oft die Haltung, dass das Angebot erstmal da sein muss, möglichst auch zum konventionellen Preis. Also das ist irgendwie ein Problem, was sich nicht auflösen lässt. Also Angebot und Nachfrage, wie sich das entwickelt, ist gerade eine spannende Frage. Als landwirtschaftlicher Betrieb versuche ja weitestgehend eine eigenständige Vermarktung zu organisieren von meinen Produkten, also nicht nur einen Rohstoff zu erzeugen, sondern möglichst ein konsumfertiges Endprodukt. Und da stelle ich immer einen Zusammenhang her zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung. Also je mehr Wertschätzung Verbraucherinnen für meine Produkte entwickeln, sei es jetzt durch einen guten Geschmack oder durch gutes Aussehen oder durch eine gute Produktidee, kann ich eine Wertschöpfung auf meinem Betrieb realisieren, die ich brauche als kleinteiliger, vielseitiger Betrieb. Also ohne diese Wertschätzung gibt es keine Wertschöpfung, und das zu entwickeln, das braucht ein bisschen Zeit, aber es läuft.